Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind inzwischen stolzer Besitzer einer eigenen Wolkenkanone, die uns der gute Tobi für 300 Tacken zusammengeschustert hat. Ist ein bisschen vergammelt, das Ding, aber was drinsteckt, ist wohl toll. Und insofern werden wir jetzt mal gucken, wie geht's denn? Wie benutzt man das denn? Achso, man muss sich da reinziehen, alles klar. Wollen wir uns da mal reinziehen in das gute Stück? Jo, und damit geht das wohl. Oh, 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 oh. Oh, das ist die Tante. Wupp. Ach, siehste, kommt ihr gleich mit. Oh, ey, ein bisschen Star Wars, wa? Und ab gen Himmel. Ich habe so ein leicht ungutes Gefühl, habe ich ja dabei, ne? Aber solange wir uns nicht alle Knochen brechen, läuft das. Das läuft. Mit einem Wasserbaseur. Das ist ja nicht schlecht gemacht, ne? So landet man seicht und sanft. Hoppala! Na, ihr zwei? Seid ihr diesmal gleich von Anfang an dabei? Puh, endlich wieder zu Hause. Herzlich willkommen in der Stadt von uns, Kumulanern. Da du schon extra hierher gekommen bist, würde ich dir gern die Stadt zeigen. Ah! Oha, was ist das denn? Neun Dragon! So wie hier bei Skyrim, oder was? Ich habe jetzt schon gesehen, sein Schwanz hat so Greifdinger für den Enterhaken. Ich sag euch das jetzt schon. Boah, entspannt euch mal, Leute. Was ist denn hier los? Ich verstehe kein Wort. Redet doch mal langsamer. Hilfe, das ist ja furchtbar. Dieser Drache treibt rund um die Stadt sein Unwesen. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob es allen noch gut geht. Laden? Oh, dann gehen wir dann auch mal in den Laden, wa? Der Laden sieht auf jeden Fall noch heil aus. Die Mucke ist doch schon mal geil. Was ist das? Was ist das? Oh, nix, mein Freund. Was? Oh, lebt alles noch. Gehen wir auch mal in den Laden. Jetzt sind wir in der Stadt der Tante sozusagen. Der Kumulaner sind es ja. Ich nenne sie aber immer gerne die Tantis oder Gruselviecher. Mein Gott. Wie sieht das denn hier aus? Guten Tag. Ja? Bist du etwa Hylianer? Ich kenne deine Sprache ein wenig. Verstehst du mich? Brauchst du etwas? Wähle einfach. Ja, Bomben haben wir noch. Pfeile haben wir auch noch. Lampenöl haben wir noch. Blaues Elixier, kräftig Herz und Herzen. Macht fit und lässt 8 Herzen kräftig schlagen. Ja, du, nee, wir sind mit Feen aus. Komm bald wieder. Da ist auch noch ein Minimodell. Da kann man sich auch noch so kleine Raketen kaufen. So, Tante, was ist los? Oh, das tut mir so leid, wo du schon mal extra hier bist. Aber bist du denn nicht hier, um dir die Stadt anzusehen? Ich mache mir natürlich Sorgen um die anderen und kann unmöglich untätig herumsitzen. Ich werde dich ganz einfach begleiten. Auf die Erde zurückwarpen kann ich dich leider nicht, aber wir können jederzeit zurück in den Laden hier. Du freundest dich mit der Tante an. Sie kann dich in den Laden von Kumula warpen. Lege sie auf Y, X oder R und verwende sie, um schnell und sicher in die Stadt in den Wolken zu reisen. Okay, sieht ein bisschen spacig aus, ne? So ein bisschen gruselig. Aber gut, dann legen wir mal los. Ich muss sagen, an den Tempel erinnere ich mich auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, was abging, aber ich weiß noch das Item. Aber ich spoilere jetzt natürlich noch nicht. Aber an das Item kann ich mich noch erinnern. Das war zumindest auf der Wii war das ganz cool mit der Motion-Steuerung. Mal gucken, wie das nachher. Wow, jetzt windet das hier auch noch, oder was? Eieieiei. Okay, warte, wir können schon mal die Stiefel uns rausholen. Der. So, warte. Das läuft. Wir lassen einfach schön diese Stiefel an, da kann nichts schief gehen. Kämpfen wir uns gemütlich vor. Mit es weg, weiter geht's. Bam, bam, bam. So, und dann brauchen wir den Bogen. Denn ich habe da oben schon etwas gesehen zum Draufschießen. Bounce.
Türchen geht auf, Türchen geht auf. Oh, 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 oh. Muss das denn alles windig sein hier oben? Tu das in Not. Was nun los? Irgendwas bewegt sich. Kumula. Oh, das wird lustig, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Das sieht ja schon alles sehr verwirrend aus, ne? Die Musik ist auch strange. Schade, Leute. Wie kriegt das hin? Oh. Ich bin ganz zuversichtlich. So, los geht's. Hier drin ist es ja hoffentlich windstill. Ah, so, was ist hier los? Moin! Ist ja witzig. Sorry, Rubala! Oh je, das hält nicht. Oh mein Gott, das geht alles kaputt oder was? Oh je, mini, 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 mini. Los geht's. Ah, hättest du wohl gern, wa? Komm mal her, komm mal her. Au! Was soll das? Das ist nicht nett von dir. Au, au, au. Gib mir das Herz wieder. So. Was sind das für Dinge an der Wand? Das sind auch diese Viecher. Alles klar. Kann ich mich da ran? Da kann ich mich randödeln. Alles klar. Die laufen an der Wand entlang. Wie macht ihr das denn cool? Komm her, brauch dich. Ich muss offensichtlich darüber, habe ich so das Gefühl. Uhuhu. There we go. Okay, den ersten Raum haben wir geschafft. Ich bin ganz zuversichtlich. Musik ist komplett abgedreht, ey. Das ganze Ding ist komplett abgedreht. Also bis jetzt auf jeden Fall vom Abgespacedheitsfaktor ist das bis jetzt der verrückteste Dungeon. Muss man einfach zugeben. Neidlos. Oh gut, schauen wir mal. Die Türen sind immerhin menschengerecht, ja? Immerhin. Julianagerecht. Was ist das da für ein Ding? Hau doch zu! Oh, das sah ganz niedlich aus. Ich mag ja so Echsenviecher, ne? Ich finde die ja ganz knuffig eigentlich. Deswegen mag ich auch bei Skyrim die Argonia so gerne. Das sah doch ganz knuffig aus. Okay, da oben ist irgendeine Kugel. Ich habe keine Ahnung. Da drüben kann man sich wohl hinhaken, aber unsere ist, glaube ich, noch nicht lang genug dafür. Nee. Da kann man sich ranhaken. Oh je, Minedo. Oh je, Mine. Mal sehen. Erzählt ihr irgendwas? Nee, ne? Ihr seid einfach nur da. Also, wir können einmal in diese Richtung latschen. Ich glaube, wir machen das einfach mal. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Laufen, 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 laufen. So, mal sehen, wo uns das hinführt. Einfach mal kommen lassen, ne? Einfach mal kommen lassen. So. Also da geht's so erstmal nicht weiter. Da gibt's zwar Vögel, aber rüber kommen wir da so erstmal nicht. Das ist hier so ein Pflanzenwesen. Bleibs, bleibs. Hey, was beißt du mich? Stimmt ja nicht mit dir. Ah, hier, guck mal. Das Drehding, das Drehding. Dass wir das auch nochmal wieder einsetzen, das ist ja cool. So, Moment. Dann ersetze ich erstmal den... Wo ist das Drehding? Wo bist du? Da. Oh. Okay, okay, let's do this. Drehen, 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 drehen. Something is happening. Ich weiß zwar nicht was. Ah, eine Brücke fährt sich aus. Okay, dann erstmal wieder den Bogen zurück. Ich hab das Gefühl, den brauchen wir wohl eher. Oh je, jetzt müssen wir aufpassen, wenn der Wind weht. Sagt er und versagt, ne? Ich wollte sagen, wenn der Wind weht, müssen wir die Schuhe anziehen. Mit Absicht ist das Ding nämlich extra so. Wir gehen einfach mit den Schuhen darüber, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Dauert dann zwar ewig, warte. Wind ist weg. Laufen, 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 laufen. Oh, oh. Piss dich, Mann. Oh, Vorsicht, Link. Oh, cool, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, schade. Gut, mit dem Schlüssel kann ich leider nicht dienen. Also, gehen wir wieder zurück. Oh, man kann da klettern. Man kann da klettern. Aber wohin? I don't know. Wop. Wo kann man da hinklettern? Na, wir wissen es nicht. Also wir brauchen erstmal einen Schlüssel, vorher geht es hier nicht weiter. Okay, aber wissen wir Bescheid. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Das wird lustig. Das wird noch ein sehr lustiger Tempel, ich sag euch das. Das, oha. Okay. So. 1, 2, 3, dann können wir... Wir kommen wohl auch darüber. Aber ich gehe erstmal den Hauptweg. Ich gehe jetzt einfach mal mittig. Mal gucken, wo uns das hinführt. Sieht so einladend aus, so direkt zentral. Gucken wir doch direkt mal. Okay. Das wäre jetzt dann der untere Bereich. Ah, da kommen wir auch noch nicht weiter. Das weiß ich jetzt schon. Da brauchen wir ein anderes... Brauchen wir das Item erst aus diesem Dungeon. Das haben wir noch nicht. Also zurück. Das wird lustig. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Das ist ein cooles Item. Aber ich spoilere mal. Ich will nicht spoilern. Aber es ist cool. Es ist cool. So, dann gib mir mal eine von euch, du. Es bleibt ja nur noch ein Weg offen. Und dann kann ich im Grunde eigentlich nur noch seitlich da hinten. Woo! Schade. Oh Mann, da hätte ich wohl vorher loslassen müssen, damit er sich festgreift oder so. Ich weiß nicht, wir müssen irgendwie da hinten hin. Komm noch mal wieder ran hier. Oder von hier. Das muss klappen. Das muss klappen, da siehst du. Auf die Idee, die wir vorher kommen können, Leute. Das war dämlich von mir. Dummer Fuchs. Schlaues Häschen. Ja. So, komm hier. Heieiei, was ein Tempel. Man muss es ja sagen, von der Abgespace halt her ist er wirklich cool. Oh je. Okay, dann geht das hier lang. Und wo bringt mich das hin? Ich habe echt so ein bisschen keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Weil alles, wo wir hin müssen, wirkt so unerreichbar. Wir versuchen mal, uns da jetzt ranzuhaken. Geht das? Ja, da kann ich mich ranhaken. Ging zumindest eben. Oh je. Oh je. Aber das bringt nichts. Wir gehen des Todes. Also das hat noch keinen Sinn. Dann geht's nicht weiter. Ja, was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Also da geht's nicht weiter, weil die... Da, ohne unser Item geht's hier nicht weiter. So, dann können wir da mal runterklettern. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Gar nichts. Also auch hier kommen wir nicht weiter. Für das andere brauchen wir einen Schlüssel. Warte mal. Da drüben ist noch was. Okay, da kann man hoch. Na, siehst du, das ist neu. Das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Ah, warte. Erstmal und hier. Da. Ah, läuft langsam. Langsam kriegen wir das geschissen hier. Okay, hoppala und drehen. Vielleicht macht er uns wieder eine Brücke auf. Brücke, 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 Brücke. Ich brauche eine Brücke. Ja. So, langsam bauen wir Brücken. Bombs. Das ist schon mal gut. Okay. So, dann da hoch.
Da ist ein Loch. Ich will noch rausfinden, wo uns das Loch hinführt. Vielleicht zum Kompass oder ähnlichem. Irgendwas Tolles wird es da bestimmt geben. Gucken wir mal. Bei so einem Loch kann so ein Fuchs nicht widerstehen. Der muss gucken, was abgeht. Okay, es gibt Geld. Das war's. Gut, wir gehen wieder zurück. Das war doch nicht so spannend, wie ich mir das erhofft hatte. Aber gut. So, dann daran. Jetzt ergibt das doch alles etwas mehr Sinn, muss ich gestehen. Laufen, 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 laufen. Sieh dir doch bitte primär die Gegner an. Das würde mir sehr helfen. Und weiter. Okay. Mann, wir haben mal wieder einen Raum erreicht. Langsam, ich werde zuversichtlich. Scheiße, Mann. Was ein Dungeon. Eieieiei. Es ist alles so schwer zu erreichen, dadurch, dass man so in der Luft ist und der Boden einen auch im Stich lässt und so. Oh, Herzengeld, Herzengeld. Hier geht's nicht weiter, das ist zugemauert. Da sehe ich eine Kiste. Einladend. Wüsste ich jetzt aber auch noch nicht, wie wir da hinkommen sollen, weil ich kann da lang und. Ich könnte versuchen, da hinzuspringen, aber das wird nicht funktionieren! Nein, dachte ich mir schon. Okay. Jetzt sind wir hier unten. Okay, auch hier unten geht es nicht weiter. Ich kann mich jetzt an so ein Ding haken, aber das bringt gar nichts. Wenn ich dahin hake, geht's ins Nichts. Also müssen wir wieder da hoch. Da oben sind Löcher. Kann man da irgendwo durch? Ist da irgendwas zum Ranhaken, wo man durchkommt? Ah, da. Okay, wir haben die Kiste erreicht. Ding, di-di-di-di. Du erhältst einen kleinen Schlüssel. Das ist doch schon mal schön. Ja, damit können wir die eine Tür öffnen. Mehr fällt mir nicht ein. Ich wüsste nur die eine Tür. Sonst wüsste ich nichts, wo wir jetzt hingehen können, wo es in irgendeiner Form weitergeht. Also, den ganzen Weg zurück zur kleinen, zur Tür. Ja, wir haben jetzt Schlüssel. Es geht voran, es geht voran. Leute, es geht voran. Okay. So, noch windet es nicht. Ich laufe jetzt langsam los und sobald der Wind vorbei ist, geben wir Gas. Es windet, es windet, es windet, es windet, es windet. Der Wind hat aufgehört. Laufen, 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 laufen. Woo, woo, woo. Wir sind drin. Oh, was ist jetzt los? Was ist nun passiert? Oh oh. Der Drache ist auch mal wieder auf. Yo, ich bin aggro. Cool. Das war diese Brücke. Also so schnell kommen wir da nicht mehr zurück, aber gut. Wollten wir ja eh nicht. Ich hau ab. Ich habe keinen Bock auf den Drachen. Oh Mann, dann lieber wieder zurück. So, jetzt müssen wir überlegen. Das war nicht der Hauptweg, es war der andere Seitenweg. Jetzt muss ich erstmal zurückkommen. Nee. So, einmal drehen, 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 runter. Läuft. So. Jetzt müssen wir den anderen seitlichen Weg wieder gehen. Bam, 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 bam. Okay. Das läuft, das läuft. Solange es weitergeht und ich nicht stecke, bin ich ja erstmal immer glücklich. Oh, cool. Scoot, Hahn. Scoot. Scoot. Ihr hört den Hahn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen kurz hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden diese gruselige Brücke erneut beschreiten und
voller Erwartung gucken, was uns denn hinter dieser verschlossenen Tür erwartet. Bis denn, euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Der nochmal angegriffen wird, war ja klar. Jetzt aber, bis dann, euer Blaufuchs.